Modeboutiquen zeigen, wie sie aussieht, die Idealfigur. Vor den Schaufenstern die Realität. Die Hälfte der Deutschen hat Übergewicht. Folge: Diabetes, Schlaganfall, Herzinfarkt, Krebs. Viel Leid, aktiv abnehmen, so der Name des Erfolgsprogramms, wie es in Danny Sports Club angeboten wird. Ein Programm für jedermann. Ein Kurs dauert 12 Wochen und baut auf 3 Säulen auf: Ernährung, Bewegung und Entspannung. Ein Kompetenzteam aus Ernährungsexperten, Sportpädagogen, Ärzten und Therapeuten garantiert den Erfolg. Seit 2 Jahren bieten wir diesen Vielleicht-Kurs an, aktiv abnehmen, mit großem Erfolg. Und da haben wir was losgetreten, was sehr gut ankommt. Ja. Kein Wunder, dass die Kurse ausgebucht sind. Ich möchte abnehmen. 4-5 Kilo würde ich auch gerne abnehmen und mich motiviert halt eben die Gruppe. Leichter werden und sich wohler fühlen. Ich denke, das tut meiner Figur ganz gut. Haben Sie schon versucht? Ja, mehrfach. Und? Meistens erfolglos. Aus gutem Grund, denn erfolgreich abnehmen kann man nur mit einem aufeinander abgestimmten Programm. Komponente 1, die Ernährung. Wir versuchen hier im Danny Sports Group möglichst individuell es den Leuten zu ermöglichen, ihr Gewicht zu reduzieren. Und das klappt ganz gut, weil wir einfach Ernährungsprotokolle im Vorfeld führen lassen von einer Woche. Und dann schauen wir uns das Ganze an und sehen dann direkt, was Herr Müller, Frau Schneider falsch macht und was sie eventuell verbessern kann. So, dass es aber in ihren Alltag hineinpasst, eventuell in Schichtdienst mit hineinpasst und eben auf ihr Leben zugeschnitten ist. Das ist ein ganz gutes Rezept, denn wenn Sie einfach sagen, jetzt machen wir mal die Kohlsuppe oder jetzt ernähren wir uns mal nach Diätplan XY, kann das nur 3 Wochen Erfolg haben und dann haben wir wieder den Jojo-Effekt. Und das machen wir eben mit den verschiedensten Dingen, indem wir auch Einkaufstraining zum Beispiel anbieten, indem wir ganz genau gucken, was eben zu jedem individuell passt. Und ich glaube, nur so kann es gehen. Wichtig ist zu wissen, wo versteckte Fette lauern. Meist steht es auf der Packung. Dabei muss man eigentlich auf gar nichts verzichten. Händewaschen zum Kochkurs. Dieser Kurs ist wichtig, weil er das Team zusammenschweißt. Man lernt sich in geselliger Runde kennen, tauscht Erfahrungen aus und man lernt schnell, dass viel Leid auch viel lecker ist, wenn man es nur richtig macht. Dabei braucht niemand auf die Annehmlichkeiten dieses Lebens zu verzichten. Ernährung ist aber nur ein Punkt im Viel-Leid-Programm. Punkt 2 ist die Bewegung. 3, 2, 1 und go! Fachkompetentes Personal zeigt, wie die Übungen gehen, korrigiert. In der Gruppe werden die Menschen zum Erfolg geführt. Man motiviert sich gegenseitig, muntert sich auf. Schön, locker, Freude, Spaß. Das stärkt den Rücken, die Bauchmuskulatur, eigentlich alles. Ich trainiere 3-mal die Woche hier. Und zu Hause spiele ich noch Tennis. Das ist harte Arbeit. Ja, ich bin noch geschafft. Gymnastik gemacht, Fahrradfahren, gewandert. Ist einfach nur schön. Mit der Zeit wird die tägliche Bewegung zum Selbstläufer. Ich mache beide, weil ich mich einfach besser fühle. Um weiter abzunehmen. Ich sag mal, der Entscheidende bei dem Ganzen ist das Zusammenspiel zwischen der Ernährung und dem Sport. Und da kommt irgendwo ein Umdenken statt, und dann macht es irgendwann einen Klick im Kopf und man geht letztendlich viel bewusster an die ganze Sache ran. Auf das Zusammenspiel der unterschiedlichen Muskelgruppen kommt es an. Das Geheimnis ist, dass ein stärkerer Muskel mehr Energie verbraucht. Deswegen machen wir Krafttraining und zwar nicht nur während des Trainings verbraucht er mehr Energie, sondern auch generell, auch im Alltag, jetzt wo wir hier stehen. Das Krafttraining führt dazu, dass der Muskel in sich stärker wird. Es ist so einfach gestaltet, dass es jeder machen kann und führt auch innerhalb der 12 Wochen schon mal zu ersten Erfolgen. Ohne das würde es nicht funktionieren, weil viele sagen, Ausdauertraining, das alleine reicht ja dann vielleicht auch. Nein, es ist die Kombination. Das Ausdauertraining führt dazu, dass die Muskulatur besser versorgt wird, dass ich Stress abbaue, dass ich meinen Blutdruck stabilisiere und dass ich die Regeneration fördere. Und so einfach ist dieser Komplex aus Krafttraining und Ausdauertraining zusammengepackt in dem Programm. Wer seinen Sport lieber in freier Natur machen möchte, bitteschön. Die Möglichkeiten sind vielfältig, aber wichtig. Komponente 3, die Entspannung. Sie ist deshalb so wichtig, weil man sich hier das ganze Programm
bewusst machen kann. Gelegenheit, in seinen Körper hineinzufühlen. Ernährung, Bewegung und Entspannung sind der Schlüssel zum Erfolg. Und dieses soll das Programm zeigen, wie wir dann die Menschen in Bewegung bringen. Geistig, das heißt, dass wir Inhalte vermitteln, was ich gerade gesagt habe, körperlich, dass wir sie in verschiedenen Sportrichtungen aktivieren, in Bewegung bringen, Nordic Walking an Maschinen, mit Gruppentraining, mit Yoga, dass wir sie runterbringen. Und dann ihnen zeigen, wie wohl es tut, sich zu bewegen. Wie wohl es tut, sich gesünder, bewusster zu ernähren. Und dann in diesen 3 Monaten dazu bringen, den Alltag etwas zu ändern. Nach 12 Wochen Abschlussabend. Der Erfolg wird in Äpfeln aufgewogen. Und siehe da, alle Kursteilnehmer haben gewonnen. Das ist doch einen Schluck wert. Viel Leid. Aktiv abnehmen.